Fans, und damit wieder einmal zurück zu, jetzt habe ich mich wieder vertippt. Damit wieder einmal zurück zu Far Cry 6. Und mit unserem etwas kaputten Auto stürmen wir jetzt, gehen wir doch aus dem Weg, mit unserem etwas kaputteren Auto stürmen wir jetzt auf dem Weg nach dem... So, wer hätte es nämlich gedacht? Wir nehmen unser gerade frisch erworbenes Scharfschützengewehr hier. Und gehen damit nochmal. Ich komme hier nicht hoch, wow. Aber hier komme ich hoch, weißt du? Adios. Adios, genau. So, wo komme ich da hoch? Da komme ich gar nicht hoch. Ach, natürlich, hier ist eine Leiter. So. Ist übrigens richtig schön, wie der Laptop da drüben diesmal auf der anderen auf der falschen Seite ist, gell? Verstärkung zu rufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das Ding mit einem Vierfachvisier und einem Rotpunkt auf kurze Distanz. Alle. Nein, finde ich gut. Haha, 360 No Scope. Schlüssel zum Warenlager. Bam. Und das letzte militärische Ziel erobert. Die beiden, die jetzt noch wieder rot sind, zählt nicht, weil die sind vom Aufstand wieder rot. Alarm ausgelöst, Geisel gerettet. So. Neues Schnellreiseziel verfügbar. Mal wieder. So, jetzt gehen wir nochmal wieder kurz da rein, weil eigentlich bräuchte ich es ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber alleinig. Zack, gehen wir hier rein. Hier durch. Scanner löst nicht mal aus. Nicht, dass wir das Zeug hier noch wirklich brauchen würden. Aber alleinig schon aus reiner Ding. Wo ist das Lager? Da, Schlüssel benutzen. Schmugglerwarenlager. Hier ist noch was drin, hier ist noch was drin. Da ist noch wieder eine FND-Kiste. Eine industrielle Platine. Wow, hat sich echt gelohnt.
ist doch wahrscheinlich wieder eine Spiegelabdeckung oder sowas drin. Mimo Abolis Lachen. Aha, ja. Süßeste Gwen. Ein handschriftlich so. Oh. Da gibt es Schreiben, formale Handschrift. Kaperbrief. Ja. Liebe unter der Piratenflagge. Ah, da drüben ist sogar eine Bootsstation. Ganz nett. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir haben das Spiel ja jetzt hauptstory-technisch durch. Wir haben einen Aufstand niedergeschlagen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Spiel wird einfach zu... Irgendwas ballert hier noch die ganze Zeit. Wobei ich auch ehrlich ganz sagen muss, das Spiel wird so dermaßen repetitiv irgendwann, dass auch die Aufstände daran eigentlich nichts mehr ändern. Einer weniger. Hat ja echt überhaupt keinen Sinn mehr. Oh, da hinten hat es einen erwischt. Warte, ich komme schon. Ich glaube, jetzt ist er verblutet. Nee, er steht von selbst wieder auf. Ich würde es jetzt nochmal genauso machen wie vorletzte Folge. Nee, vergiss es. Und zwar, ich habe mir jetzt gedacht, das Spiel haben wir jetzt ja so weit durch. Einen Aufstand haben wir niedergeschlagen. Wir haben zwei Multiplayer-Maps gezeigt als Solo-Player. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, die Multiplayer-Maps, die reißen mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Und da ich jetzt keinen gefunden habe, der mit mir die Multiplayer-Maps auch im Multiplayer zocken will, habe ich mir jetzt ganz etwas gedacht. Für diese Folge versuchen wir mal noch. Schließe ein beliebiges Gran Premo-Rennen ab. Können wir vielleicht noch machen. Ich wollte ja jetzt, weil ich selber Automechaniker bin, wollte ich mir vielleicht mal noch, sorry, da kam gerade was hoch. Wollte ich mir vielleicht mal noch gucken, kann in einem Gebäude des FND-Lagerhauses am Catalina-Kamm gefunden werden. Besuche Yami Suarez in Yamis Autoverwertung. Dass wir vielleicht mal noch die Autos zumindest freischalten. Ich will garantiert nicht jede einzelne Waffe, bin mir nicht ganz sicher, ob ich jede einzelne Waffe haben muss. Obwohl es natürlich in einem Shooter sehr Ding ist. Aber zum Beispiel unseren Juans 1956er Buemont Valentina, den wir ja aufgerüstet haben mit dem Geschütz und allem, war ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht gehen wir einfach mal hin und gucken mal, dass wir die Autos noch zusammenkriegen. Dass wir uns jetzt noch den 1985er Tokai Sabuku holen. Kann in einem Gebäude des FND-Lagerhauses am Catalina-Kamm gefunden werden. Das heißt, wir öffnen mal die Karte und wo ist denn der Catalina-Kamm? Jetzt müssen wir natürlich alles... Sombreado-Schlucht, Cap Mirador, Catalina-Kamm. So, McKay Global, FND-Depot. Also Catalina-Kamm ist wahrscheinlich... Würde ich jetzt mal schwer vermuten, diese... Im Rennen gewinnst du Fahrzeugteile. Für das Rennen gewinnst du... Ja, wenn du gewinnst, okay. Ich würde jetzt mal fast sagen, hier ist ein FND-Depot, da ist ein FND-Depot. Und es heißt am Catalina-Kamm. Und der Catalina-Kamm ist ja anscheinend das hier. Also würde ich mal sagen, es muss in einem von den dreien sein. Vielleicht auch da oben. Wir probieren es einfach mal. Ich mache die Sache jetzt blind. Kann sein, dass wir ein bisschen in der im Nirgendwo rumlaufen jetzt. Scheiß auf McKay. Scheiß auf McKay, genau das wollte ich hören. Hijo de puta hat's verdient.
habe ich die beim letzten Mal noch nicht geholt. Okay. Alles schlecht. Also. Oh, was haben wir hier wieder? Sag mir, was du weißt. Danny, wir haben einen Schiffskonvoi entdeckt, der am Flugplatz an der Ostküste von La Jolla vorbeikommt. Die Armee zählt auf die Vorräte. Genau wie wir. Hey, danke. Einen Schiffskonvoi. Nein. Du bist Danny Rojas. Ja, richtig. So, gehen wir mal Cabrio und jetzt würde ich mal sagen, machen wir gar nicht lang rum. FND-Depot. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, am Catalina-Kamm. Und FND-Depots sind in der Regel Catalina-Kamm. Also im Prinzip alles das hier. Das ist schon wieder Bahia Dorada. Also das hier ist Catalina-Kamm, das ist Catalina-Kamm, das ist Catalina-Kamm. Das zählt auch noch zum Catalina-Kamm. Dann würde ich sagen, gehen wir eins nach dem anderen einfach mal ab. Und wir machen dieses Autoradio aus. Baller. Oh, hier kommen wir wieder ins Gebiet von McKay Global. Den gibt es ja auch schon länger nicht mehr. Ich würde übrigens, ich muss mal ein paar Cutscenes im YouTube nachgucken. Wo fährst du eigentlich hin, du blöder Penner? Ich muss mal ein paar Cutscenes angucken, ob das eigentlich einen Unterschied macht. Das eigentlich einen Unterschied macht für die Cutscenes, ob man McKay umbringt oder ihn leben lässt. Nice, wie komme ich denn da wieder rein? Ah, guck mal. Ja, moin. Da steht ja schon das Objekt unserer Begierde. Erobere die FND-Basis. Ja, hier geht's vielleicht hoch. Hier ist nichts. Was? Oh, jetzt wieder so Jump and Run hier. Jetzt bekloppt. Okay. Hier rein, hier rum, dann da hoch. Den Scheiß muss ich auch schon mal kommen. Hier ist die Kiste. Nice.
Das war jetzt reiner Zufall. Das erste Lagerhaus angesteuert und schon haben wir ne. Das heißt jetzt auch Fahrzeuge etc. Ich muss ihn anscheinend erst noch wieder zu einer Lagerstelle bringen oder was? Dann würde ich doch mal sagen. Oh, Alter, Alter, jetzt habe ich eine freigeschaltet. Alter, der geht ja brutal ran. Alter, enger Wendekreis und brutale Beschleunigung. Okay, bei der Höchstgeschwindigkeit jetzt nicht so, aber... nicht fett hier, also Beschleunigung und Kurve, alles. Ja, man Vollgas in die Kurve. Das könnte nützlich sein. Und wie das Ding nützlich ist, Alter, der macht ja brutal Bock. Ich habe gehört, dass ein riesiger Jaguar in der Nähe von San Pedro gesichtet wurde. Sei vorsichtig, wenn du dorthin unterwegs bist. Muchas gracias. Neues Jagdgebiet. Jetzt kriege ich auch sogar schon Jagdgebiete von Guerillas aufgezeigt. Hey. Meine Fresse. So, jetzt müssen wir zu Yami. Da ist der nächste. Und Yami war doch... Wo war Yami? Ich muss mal kurz Pinkelpause machen. Ich guck's kurz nach, wo Yamis Fahrzeugding ist. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Hi Fans, willkommen nach der kurzen Pause zurück. Upala. Und zwar, ich habe kurz nachgegoogelt, um den 1962 Verrazzano Bravo zu gewinnen, steht jetzt hier, schließe ein beliebiges Gran Premio Rennen ab. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, im Internet stand, man soll dieses Gran Premio Rennen Ding. Hier wird's richtig staubig und schmutzig, Baby. Folgendes. Jede Strecke ist mit Leuchtfeuern markiert, die du durchfahren musst. Swear to me, Amor. Man soll den, man soll den Gran Premio Allradattacke abschließen für das Fahrzeug. Das wird übel. Er geht noch. Okay, 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 okay. Ich könnte ein schlimmeres Fahrzeug haben als das. Habe ich nochmal gefangen, jawohl, ja. Dado kann ich jetzt nicht sagen. Oh, die Ziege, Alter, das war eine Selbstmörderziege. Habt ihr gesehen, wie mir die so eiskalt ins Quad gelaufen ist? Hart. Also man kriegt bei den Gran Premios ein Rennen gestellt, oder wie muss ich das gestellt? Oh nein! Das war doch, war das nicht die, nee, es war eine andere Unterführung. Oh, ein Glück. Ich habe doch gerade gedacht, das wäre die Unterführung gewesen, wo diese Killerhähne auf uns gewartet haben. Oh. Okay, sieht gut aus. Hammer im Griff. Wenn es unsere Höchstgeschwindigkeit nicht allzu sehr ist. Links müssen wir rum. Sieht aber auch nicht, wo die Strecke endet. Da drüben geht es nochmal rein.
hatte ich mich doch jetzt beinahe verfahren. Da runter. Und ab durch den Tunnel wieder. Ja, da hinten ist das Ende. Schön, wenn das Ziel brennt. Ich habe einen Schallknüppel, ein Scharfschützengewehr, wow. Okay, jetzt haben wir okay. Egal. Lass noch mal so stehen. Fahrzeugschutzpanzerung, der Schutz gegen Feuer wird leicht erhöht, der Schutz gegen Feuer wird mäßig erhöht. Ja. Okay, das muss man auch alles bei Gran Premo Rennen gewinnen, okay. Fahrzeugdefensivgeräte, spreng am Auspuff angebrachter Granatwerfer. Schließe Gran Premo Rennen ab. Ein Flammenwerfer, Näherungsminen. Diese. Schwarz-Rot sieht schön aus. Diese Dinger haben noch was für sich. Ah, okay. Das ist jetzt zum Beispiel wieder eine Neuerung. Ich kann Geschützbrand, Geschützbrand, Geschützsprengstoff, Geschützbrand. Ja, dann nehmen wir halt das. Ist auch schön. Kann bei der Zerstörung großer Militärboote gefunden werden. Na egal. So, und jetzt müssen wir Yamis Autoverwertung. Dafür hieß es im Internet. Kann ich. Scheiße! Keine Munition! Ich brauche was mit PS. Also in diesem Fahrzeug kann ich den hinteren Geschützturm gar nicht benutzen. Jetzt müssen wir zu Beifahrer, iranische Geschichte. Danke, danke. Ich hab das Radio gerade ausgemacht. Jagdgebiet, wow. Leute, ihr seid wieder totale Spielverderber. Seid ihr jetzt in eure eigenen Nagelsperren reingefahren? Och nee, echt jetzt. Wie er wieder so vom Turm fällt. Ah.
das ist jetzt wieder voll ausgeartet, hä? Was ein Scheiß! Unbedingt. Alles sauber. Nichts. Ja, ja, ich auch. Ich gehe mir jetzt noch wieder die Waffenkiste da hinten holen. Oh ne, jetzt kommt noch wieder ein Panzer. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock, aber weißt du was? Ich würde jetzt mal sagen, bevor jetzt noch mehr apokalyptisch Zeugs apokalyptischen Ausmaßes passiert, ich gehe hier in meinen Bunker. Ich verziehe mich hier in meinen Bunker, beende die Aufnahme und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal für Jaranischer Beifahrer, oder? Ach nee, wisst ihr was? Wir sehen uns morgen wieder für Jaranischer Beifahrer und dann holen wir uns auch noch diese beiden Sondermissionen, Dani und Dani gegen den Rest der Welt und bis zum letzten Tropfen. Also, habt Spaß, gute Nacht.